herzlich willkommen beim Info ET, was sich diese Woche alles um die Geschichte unserer Region dreht. Wie hat unsere Region vor 100, 200, vielleicht auch 300 Jahren ausgesehen? Heute sind wir zu Murten, weil wir ein bisschen mehr erfahren wollen, wie diese Stadt hat ausgesehen im Mittelalter. Und wir erfahren es gerade nach den News. Die Berufsfischer sind besorgt wegen der vielen Kormoranen am Bielersee. Die Vögel fressen ihnen die Fische weg und machen die Netze kaputt. Braucht es da eine strengere Regulierung im Bestand? Der Rettungsdienst Bielersee hat am Wochenende eine Frau das Leben gerettet. Diese Gruppe von Freiwilligen sorgt auf den Gewässern der Region für Sicherheit. Der Bielersee wird von Kormoranen heimgesucht. Diese Vögel kommen aus dem Naturschutzgebiet Fannel im Kanton Neuenburg. Das wird für die Fischer vom Bielersee zunehmend zum Problem. Immer mehr Kormoranen fliegen über den See und suchen mit ihren Jungen zusammen Nahrung. So Kormoranschulen hat es schon immer gegeben. In den letzten Jahren hat sich das aber gehäuft. Früher war der Vogel nur ein Wintergast. Jetzt, was sie aber auch hier brüten, sei das zum Problem geworden. Der Kormoran, wenn der im Tag ein paar hundert Kilo frisst, die fehlen uns länger auch. Nicht nur uns, auch die Hobbyfischer. Und bei uns ist noch das Problem, teilweise ruppen sie die Fische aus den Netzen, aus den Maschen. Oder? Die tauchen bis auf 30 Meter nach. Und das gibt den Schaden nicht nur am Fischbestand, sondern auch an den Geräten. Eine Lösung, die es schon gibt, ist, die Vögel einfach abzuschiessen. Die Kantone Waadt, Freiburg und Neuenburg wollen das jetzt noch vereinfachen. Zum Beispiel, indem man das Zeitfenster, das erlaubt ist, vergrössert. Und zwar bis August, statt nur bis Ende März. Ein Vorschlag, den BirdLife ablehnt. Die Jahre von 2012 bis 2016 waren Rekordjahre für die Fischerei, auch im Bielersee. Es gab grosse Fänge, auch wenn sich dann schon hunderte Kormoranbärli in der Kolonie am Bielersee eingenistet haben. Auf die Kormorane zu schiessen kann die Enten und andere Tiere in der Seeumgebung sehr stören. Und da reden wir noch gar nicht von den Auswirkungen auf die Schifffahrt und auf Freizeitaktivitäten rund um den See. Sans parler aussi des questions de la présence des activités nautiques, de loisirs. Oder Silvana Solka ist der Meinung, Massnahmen wie die Vögel abzuschiessen seien nur ein Tropfen auf einen heissen Stein und löse das Problem nicht wirklich. Eine andere Lösung wäre zum Beispiel, die Netze erst am Abend auszuwerfen. Im Sommer sei das aber fast nicht möglich, weil die Fischer schon genug zu tun haben. Was man auch zusätzlich hat, seit letztem Jahr so eine Vergrämergruppe. Wenn die Kormoranen kommen, die Schulen, die mehrere hundert, lernen zu fischen, dass man die mit schnelleren Schiffen verfolgen und sie vertreiben. BirdLife rechnet damit, dass sich die Kormoran-Bevölkerung in den kommenden Jahren stabilisiert. Die Fischer in Neuenburg werden finanziell entschädigt. Laut Silvana Solka gehen aber die Fischer vom Bielersee leer aus. Am Wochenende hat es hier an der Schleuse zu Bord einen Stand-up-Paddel-Unfall gegeben und eine Frau wäre dabei fast gestorben. Leute an Land haben schnell den Rettungsdienst Bielersee alarmiert und die haben die Frau gerade noch können retten, bevor sie wäre in die Schleuse kam. Die Retter, das sind Niklas Brescher und sein Team, die an diesem Montagabend Fahrtraining auf ihrem Schiff haben und an Unfallort vor der Schleuse zurückgekommen. Während unserem Einsatz am Wochenende sind wir hier hergekommen und haben eine Person vorgetroffen, die sich dort wirklich ziemlich panisch und mit letzter Kraft an die Reling gehalten hat und aus Angst und aus Erschöpfung nicht mehr von hier weggekommen. Man sieht selber, oder, wie schnell hier eigentlich unter dem Wasser die Strömung durchgeht und dort an den Verwirbelungen hinter den Bojen. Es ist dann doch recht schwierig, sich hier lang zu halten. Und bis hinten zur Boje ist es dann nicht mehr weit. Also wenn die Person nach ein paar Minuten weiter erschöpft wäre, wäre es relativ schnell abwärts gegangen und tödlich geendet. In den letzten Wochen sind zwei Personen im Rhein gestorben und eine Person in der Limmat. Im Schnitt sterben in Schweizer Gewässern pro Jahr etwa 65 Menschen und es geht um die 9'000 Badeunfälle, laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Die Gründe dafür sind häufig, dass die Leute die Regeln zu wenig kennen und nicht wissen, wie sie sich auf dem Wasser verhalten müssen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich vorher ein bisschen Gedanken zum Beispiel über das Wetter macht. Jetzt im Sommer, wo es sehr viel gewittert hat und grosse Wassermengen in den Aachen kommen, ist die Strömung vielleicht ein bisschen anders, als man sich vielleicht von letztem Jahr gewöhnt ist. Und darum ist es immer ein wichtig, dass man vorher den Wetterbericht ein bisschen anschaut und überlegt, was halt Tage vorher war. Genau, dass man nicht in starker Strömung oder in einem Gewitter oder so auf dem See plötzlich gefangen ist. Der Rettungsdienst Bielersee ist ein Verein von Freiwilligen. Sie dürfen bei so Notfällen wie am Wochenende aber auch mit Blaulicht unterwegs sein. Für das müssen sie viel üben und immer wieder Fähigkeitsprüfungen und Fahrtrainings machen, sodass sie die Gewässer in der Region Bielersee ganz genau kennen.
Sie müssen zum Beispiel auch während einem Einsatz bei Höchstgeschwindigkeit wissen, dass es hier im Zielkanal seichte Stellen gibt. Wenn man zum Beispiel Taucher ist, dann muss man sich natürlich taucherisch auch noch regelmässig weiterbilden, dass man so die Routine behaltet. Und das Gleiche ist eigentlich auch, wenn man Fahrer ist, also Schiffsführer, dass man das Schiff im Griff hat und dass es dann auch in unangenehmen Konditionen genau das macht, was man eigentlich will im Einsatz. Wegen dem schlechten Wetter hat es im ersten Halbjahr weniger Badeunfälle gegeben als in anderen Jahren. Aber der Rettungsdienst Bielersee ist deswegen nicht weniger wachsam. Wir sind hier beim Murtenschloss zu Murten mit Marion Liboutet. Sie ist Sektorchefin Mittelalter und Bauarchäologie vom Amt für Archäologie Freiburg. Guten Tag. Wieso ist Murten gegründet worden? Murten wurde fondée par la famille des Zähringen. Murten ist von der Zähringer-Familie Ende 12. Jahrhundert gegründet worden. So um 1170, 1180 rum. Wir wissen nicht genau, wann. Die Zähringer-Familie ist aus Deutschland gekommen und hat auch die Stadt Freiburg und Bern gegründet. Es ist nicht genau bekannt, wie die Stadt genau gegründet worden ist. Wahrscheinlich hat es schon eine kleine Siedlung oder eine kleine Burg gehabt. Und es hat schon einen Herrscher dort gegeben. Also, sie haben sich nicht auf einem völlig unberührten Stück Land niedergelassen. Aber was wir wissen, ist, dass sie eine Burg gebaut haben, die wir jetzt hier sehen. Die Stadt hat noch heute zum Teil die charakteristischen Spuren von dieser ersten mittelalterlichen Stadt. Die ville qui en partie conserve encore la trace et la trame de cette première ville avec ce parcellaire caractéristique de l'époque médiévale. Wie muss man sich das hier in der Region vorstellen? Wie ist das gewesen? On sait qu'ici c'était sûrement un endroit particulier. Der Ort war sicher ein guter Platz, um sich niederzulassen. Wir haben den See, der ein wichtiger Faktor ist. Die Bevölkerung konnte sich bewegen, das fördert den Handel und den Transport von Materialien etc. Murten ist auf der Achse zwischen Wattland und Bern entstanden, die für den Handel sehr wichtig war. Und das hat Murten ermöglicht, sich zu entwickeln und aufzublühen. C'est une place pour le commerce qui est très 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 favorable et qui permet justement à Murten de se développer, de devenir florissante. Ist in dem Fall die Gründung vielleicht eher strategisch gewesen? Alors c'est difficile de répondre comme ça pour la première fondation. Das ist schwierig zu sagen. Wir wissen, dass die Zähringer expandieren wollten. Sie haben mit den Neugründungen, wo Murten dazugehört, ihr Land vergrössern. Der Ort ist sicher gut geeignet. Mit der Höhe konnte man eine gute Burg installieren, die das Territorium markiert. Auch mit einem sehr starken symbolischen Wert. Im Mittelalter musste man seine Macht demonstrieren. Und wie ich gesagt habe, es ist auch ein Ort, wo der Austausch sehr gut möglich war, weil er zwischen mehreren Gebieten war. Und auch Grenzen, die sich immer bewegt haben. Also es gibt mehrere Aspekte. Der Handel, der symbolische Wert und auch der Wille, sich zu verteidigen, dass man sehr weit wird gehen, um sein Land zu erweitern. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a le commerce, il y a le marqueur symbolique et puis aussi il y a la volonté de montrer qu'on veut résister et qu'on veut peut-être aller plus loin et prendre possession sur plus de territoire qu'on l'a fait jusque-là. Der hat gesagt, résister, Widerstand. Es ist eine Stadt aus dem Mittelalter. Man will sich auch schützen. Wir stehen jetzt hier vor der Stadtmauern. Wie sind diese Stadtmauern erbaut worden? Alors, on sait en regardant ces murs que. Also, wir wissen, dass die Mauer von der Burg und die Stadtmauer in mehreren Phasen gebaut worden sind. Es gibt Spuren bis ins 13. Jahrhundert. Und man weiss, dass in jeder Epoche, bei jedem Wechsel vom Besitzer, wieder Änderungen gegeben hat, weil jeder Burgherr seine eigenen Anpassungen hat wollen machen. Also, es ist immer wieder umgebaut worden. Es gibt Transformationen, parce que chaque Seigneur veut adapter la Fortification à ses Demandes, à ses Besoins. Ou à son bien-être aussi, donc il y a des transformations successives. Donc ça c'est un point. Et puis on sait aussi que. Und wir wissen auch, dass im Jahr 1238 die Bevölkerung zur Unterstützung angefragt worden ist. Wir haben einen Text, der zeigt, dass sich die Einwohner am Bau von der Stadtmauer haben müssen beteiligen und für das sind sie 4 Jahre lang von den Steuern befreit worden. Also man hat die Bevölkerung wollen motivieren, beim Bau mitzumachen.
Voilà, un élément qui peut motiver la population pour participer à cet ouvrage. Merci vielmals für die ersten paar spannenden Antworten. Wir sehen uns gerade wieder, nämlich dann, wenn wir etwas weiter vor in die Stadt gehen, um noch mehr über Murten im Mittelalter zu erfahren. Wir sind jetzt hier mitten in der Stadt, in der Kreuzgasse. Ist die Stadt im Mittelalter eigentlich schon geplant, so wie sie jetzt ist? Oui, effectivement, les rues sont orthonormées ici. Ja, die Strassen sind rechtwinklig, also sind sie geplant worden. Alle Städte der Zähringer sind geplant worden. Man hat nicht einfach gebaut oder hat Einwohner machen lassen. Man hat einen Aufbau gehabt von den Strassen und den Parzellen, wo man dann mehrere Häuser aneinander gebaut hat. On a une organisation des rues. Et on a une organisation des parcelles sur lesquelles on allait construire plusieurs maisons les unes à côté des autres. Also, eigentlich doch relativ moderne Stadt, auch für diese Zeit. Wir stehen jetzt hier neben einem Haus, das ihr könnt zurückdatieren auf etwa das 15. Jahrhundert. Wie kann man Häuser so zurückdatieren? On arrive à dater certaines maisons, certaines façades. Man kann ein paar Häuser und Fassaden datieren, je nachdem, was man sieht. Hier zum Beispiel sieht man oberhalb der Fenster die Kielbögen, die sehr charakteristisch sind für das 16. Jahrhundert. Wir wissen, dass es das vorher nicht gegeben hat. Darum können wir für diese Fassade einen Zeitraum bestimmen. Voilà, une date à cette façade. Und wie kann man sich das Leben vorstellen in diesen Häusern? Alors dans cette maison, qui peut-être est la réunion de plusieurs maisons entre elles, ça il faudrait étudier toute la façade pour le savoir. Das Haus zum Beispiel könnte ein Zusammenschluss von mehreren Gebäuden sein. Um das herauszufinden, müssen wir aber die komplette Fassade analysieren. Man weiss, dass es im Mittelalter einen Aufbau gegeben hat, den man ein bisschen überall findet. Man hat die Öffnung zu den Kellern, die zum einen als Lagerräume dient haben. Es war aber auch ein Ort, wo man Handel betreiben konnte. Da hat man den ersten Stock, der sehr schön ist, wo Besitzer drin gewohnt haben, wo man viel Licht hat und nicht auf dem Niveau der Strasse ist. Und im hinteren Teil ist die Küche. Und wenn man dann noch weiter geht, kommt man zum Teil, wo man ein bisschen verstecken vor der Öffentlichkeit. Eine kleine Gasse oder einen Garten oder auch ein Gehege mit Tieren. Also quasi wie eine andere Welt, aber eben privat. Eine Ouverture sur une petite ruelle ou sur un jardin. On pourra trouver une cour aussi avec des animaux. Toute une vie en fait, toute une vie autre, mais une vie vraiment privée à l'arrière. Jetzt viel Leben. In dieser Stadt eigentlich auch schon organisiertes Leben. Es wird aber gestört. 1416 brennt es in der Stadt. Was passiert? On sait qu'on a eu un incendie ici en 1416. Im Jahr 1416 hat es einen grossen Brand gegeben, der fast die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Nachher hat man sie dann wieder aufgebaut, aber wegen dieser Zeit haben wir viel weniger Informationen zu den Häusern aus dem Mittelalter. Es war ein brutales Ereignis, das fast die ganze Stadt zerstört hat. Donc voilà, c'est un événement brutal qui va vraiment carboniser, faire partir dans les flammes toute la ville. Und jetzt, man sieht die Spuren von dem Feuer, sieht man immer noch. Wie sieht man das? Aujourd'hui, on le voit encore notamment dans les pierres. Heute sehen wir das vor allem an den Steinen, die verbrannt worden sind oder einmal im Feuer gelegen sind. Vor allem bei den Molassen, weil das ist ein Material, das bei starker Hitze die Farbe verändert. Die grüne Molasse wird zum Beispiel dann zu einem Rot-Orange. Man findet die Steine an mehreren Stellen bei den Häusern oder auch in der Stadtmauer. Sie sind aus dem Feuer geholt worden und dann wieder verwendet worden, insofern man sie für einen Bau hätte können brauchen. Also es ist interessant, dass man heute noch sieht, wie Materialien vom einen Ort an einen anderen neu eingesetzt pour la construction qu'on a réutilisé pour la construction ensuite. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une continuité ensuite sous une forme différente de ces matériaux et de la période précédente. Das heisst, die Stadt wird wieder aufgebaut, auch mit Material, das nicht so gelitten hat beim Feuer. Eigentlich auch viel Aufwand, Wiederaufbau und 60 Jahre später, 1476, kommt die Schlacht von Murten. Was bedeutet die Schlacht für Murten, aber auch für die Schweiz? C'est vrai que c'est aussi un événement marquant pour la ville de Morat, un événement
Historik. Ja, das ist auch ein wichtiges Ereignis für die Stadt Murten. Das mal ein historisches. 1466 ist Murten von den Burgunder belagert worden. Sie haben die Stadtmauer beschädigt, aber Murten ist standhaft geblieben. Es ist ein das Ende von vielen verschiedenen Schlachten, wo die Kantone, die entstehende Eidgenossenschaft, Widerstand geleistet hat und auch ihr Bündnis gestärkt haben. Und es ist dementsprechend der Start der modernen Schweiz. Et a consolidé aussi son alliance et par la même marque le début aussi de la Suisse moderne. Jetzt hat es sehr viel Geschichte hier zu Murten. Was bedeutet die mittelalterliche Geschichte für die Stadt heute? C'est vrai que la période médiévale marque encore complètement la ville de Morat. On le voit dans l'organisation des rues. Es stimmt, das Mittelalter ist zu Murten immer noch sehr präsent. Man sieht es bei der Strassenanordnung, auch an der Stadt selber, auch wenn wir nicht mehr alle Bauten aus dem Mittelalter haben. Also das Mittelalter ist wirklich präsent. Zum Teil muss man es ein bisschen suchen, aber es ist eine historische Stadt. Und wir als Archäologen und Akteure im Bereich des Kulturerbes müssen das am Leben behalten. Wir müssen das Wissen weitergeben und der Öffentlichkeit zeigen. Es ist sehr wichtig, zu erklären, was passiert ist und auch die Wichtigkeit, das für die Zukunft zu konservieren. Pour expliquer ce qui a pu se passer, puis expliquer l'importance de conserver ces vestiges. Frau Libouté, merci vielmals für eure Antworten und für die Reise durch die Geschichte von Murten. Wir setzen morgen unsere Reise durch die Geschichte weiter, die Geschichte von unserer Region. Wir gehen nämlich auf Belle und gehen hören, was mit der Abteikirche eigentlich alles passiert ist. Bis dann, einen schönen Abend und merci fürs Dabeisein.